Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich hinter seinen umstrittenen Berater Dominic Cummings gestellt. Johnson sagte, Cummings habe nicht gegen Gesetze verstoßen, sondern sei nur den Instinkten eines Vaters gefolgt. Der Chefberater war öffentlich scharf kritisiert worden, weil er Ende März mit seiner Corona-infizierten Frau und seinem Sohn mehrere hundert Kilometer durch England zu seinen Eltern gefahren war. Er selbst sagt, er habe keine andere Möglichkeit gehabt, die Betreuung seines 4 Jahre alten Sohnes sicherzustellen. Kurz nach der Ankunft bei seinen Eltern war Cummings dann ebenfalls an Covid-19 erkrankt.